Wenn ich auf Turnieren anderen Dartspielern die Frage stelle, wie denn ihr Training so aufgebaut ist, dann bekomme ich meist Antworten wie, ja, 121, 501 gegen den Bot, da habe ich mich schon ein bisschen gesteigert und das Ganze mache ich meist so ein, zwei Stunden. Versuche ich jeden Tag. Aber ist das wirklich richtiges Training oder müssen wir hier eher von Zocken oder Üben sprechen? Ich bin Dominik, ambitionierter Amateur-Dartspieler und in diesem Video gehen wir mal gemeinsam den Fragen auf den Grund, was Training streng genommen überhaupt ist, warum aus meiner Sicht stumpfe 501-Spiele nicht als Training zu bezeichnen sind und es gibt von mir drei konkrete Tipps, um dein Darttraining wirklich zu verbessern. Fangen wir also erstmal damit an, zu definieren und uns anzuschauen, was ist denn Training streng genommen überhaupt? Und hier tut es mir jetzt leid für Leute, die keine Bücher mögen, aber hier muss ich erstmal was zitieren. Im Buch Einführung in die Trainingswissenschaft lautet diese Definition wie folgt. Training ist die planmäßige und systematische Realisation von Maßnahmen zur nachhaltigen Erreichung von Zielen im und durch Sport. Das klingt jetzt erstmal sehr abstrakt, aber keine Sorge, wir werden das alles auseinanderklamüsern. Ist jetzt einer dieser drei Faktoren nicht gegeben, dann handelt es sich streng genommen nicht um Training. Wir können dann von Üben, Zocken oder irgendwelchen anderen Begriffen sprechen, aber Training ist dann doch was anderes. Wir gucken uns das mal im Detail an. Der erste Punkt ist die Regelmäßigkeit, Planmäßigkeit. Und hiermit meine ich jetzt nicht, ja, ich gehe ja jede Woche einmal in die Kneipe und spiele da ein bisschen 501 oder ich spiele vielleicht nur einmal im Monat oder einmal alle zwei Monate. Das ist streng genommen auch regelmäßig. Nee, ich rede hier von klaren Trainingszeiten. Drei Einheiten die Woche finde ich persönlich optimal. Dazu noch ein Wettkampf. Das ist Regelmäßigkeit, Planmäßigkeit. Und auch hier bin ich mal ein bisschen streng, das muss ich übrigens auch mit mir sein, weil manchmal habe ich auch so Phasen. Wenn ich morgens um 7 Uhr aufstehe, vielleicht ist es auch mal früher um 6 und mir dann einfällt, heute Abend, da habe ich noch nichts vor, da mache ich mal Darts-Training. Das ist dann schon schwierig. Disziplin, Regelmäßigkeit, das ist wichtig und das bedeutet feste Trainingstage, feste Trainingszeiten. Zweiter Punkt ist die Systematik. Hier reden wir jetzt von Trainingsmethoden, Inhalten, also wie wir unser Training gestalten. Und wenn wir jetzt hier von 121, von Bob's 27 reden oder auch von 501, naja, dann ist aus meiner Sicht dieser Methodenkoffer an Trainingsinhalten und was ich da so an Maßnahmen umsetzen kann, nicht besonders gut gefüllt. Nur Trainingsspiele bringen also gar keine wirkliche Systematik mit. Klar, es gibt dann Übungen, die mein Doppelspiel verbessern sollen, es gibt Übungen, die mein Scoring verbessern sollen. Das ist auch richtig, dass man das macht. Das sollte man auf jeden Fall ins Training einbauen. Wenn wir aber von Systematik reden, dann müssen wir auch über Technik reden. Wir müssen auch über mentale Dinge reden. Dartsport ist so viel mehr als nur Trainingsspiele. Und wenn ich mich auf diese Trainingsspiele beschränke, dann lasse ich aus meiner Sicht sehr, sehr viel Potenzial, was ich eigentlich ausschöpfen könnte, auf der Strecke. Kommen wir zum letzten Punkt. Ziele. Am besten nachhaltig Ziele verfolgen. Das bedeutet, damit ich überhaupt weiß, was ich in meinem Training trainieren will, brauche ich klare Ziele. Und auch hier muss ich ehrlich mit euch sein, ich habe auch teilweise in den Tag rein trainiert und hatte gar keine klaren Ziele. Ich habe auch 501 geballert. Ich habe auch mal 121 oder irgendwelche Übungen, die ich im Netz gefunden habe, gemacht. Einfach nur, um Zeit am Board zu verbringen und das habe ich dann Training genannt. Mittlerweile sieht das anders aus. Ich habe klare Ziele. Ich weiß, dass ich am Ende des Jahres 7 von 10 Spielen Minimum über 70 spielen will. Und um das zu erreichen, gibt es viele Komponenten, die ich eben verbessern muss. Die Königsdisziplin ist es dann, sich einen Trainingsplan zu erarbeiten und wirklich diesen Trainingsplan umzusetzen, um diese Ziele zu erreichen. Und auch hier lohnt sich aus meiner Sicht ein Blick in andere Sportarten. Hier gibt es Belastungssteuerung, da gibt es Phasen, die mich optimal auf ein Turnier vorbereiten sollen. Und auch hier ist wichtig, man kann so Pläne anpassen. Man kann nach 3 Monaten, meinetwegen nach 4 oder vielleicht auch sogar schon nach 1 Monat sagen, das passt jetzt vielleicht nicht ganz, ich muss meinen Fokus shiften. Vielleicht habe ich mir falsche Ziele gesetzt, vielleicht habe ich falsche Methoden, falsche Übungen genommen. Und dann gilt es, sich optimal auf den Wettkampf vorzubereiten. Ich muss mir also im Klaren sein, was habe ich für Ziele und dann will ich diese nachhaltig erreichen. Ich will also nicht direkt danach wieder
abfallen und auf mein altes Niveau zurückkommen. Und apropos Nachhaltigkeit. Nachhaltig ist auf jeden Fall das Training von Olli von Dartblock. Ich selber konnte durch Ollis Kurse und den regen Austausch mit ihm mein Spiel auf über 60 Punkte im Durchschnitt stabilisieren. In so ziemlich jeder Trainingseinheit, die ich hier zu Hause mache, ist mindestens eine Übung dabei, die ich durch Dartblock kennengelernt habe. Am 15.04. startet der neue Kurs mit dem Thema Wurfgefühl. Tatsächlich durchlaufe ich diesen Kurs gerade selber und obwohl ich schon viele Dinge von Olli gelernt habe, muss ich sagen, dass mich das nochmal weitergebracht hat. Ich hatte immer so ein, zwei Dinge an meinem Wurf, zum Beispiel so das Eindrehen von der Hand, wo ich gedacht habe, ist das so super, ist das so gut? Und jetzt, wo der Kurs fast abgeschlossen ist, sind diese Zweifel wie weggeblasen. Ich bin wirklich selbstbewusst, was meinen Wurf angeht. Was aus meiner Sicht besonders cool ist, ist, dass man sich mit anderen Dartspielern, die diesen Kurs absolvieren, austauschen kann und so seine Erfahrungen teilen kann. Mit dem Code unten in der Videobeschreibung gibt es jetzt während der Ostertage noch 10% Rabatt und ihr tut natürlich damit auch mir und meinem Channel hier was Gutes. Machen wir also weiter mit der Frage, warum jetzt 501 streng genommen gar kein Training ist. Wenn ihr jetzt richtig aufgepasst habt, dann könnt ihr wahrscheinlich schon all die Punkte, die ich eben genannt habe, aufführen und so dieses Argument 501 zu Hause ist Training vollkommen selber entkräften. Arbeiten wir das Ganze aber nochmal gemeinsam auf und gucken, was denn bei 501 gegeben ist. Haben wir hier bei 501 eine Systematik gegeben? Aus meiner Sicht nicht wirklich. Meistens ist es so, ich stelle mich einfach nur ans Board. Je nachdem, wie ich mich gerade fühle, wähle ich vielleicht den Bot auf Stufe 5, 6, 7, 8, je nach App aus und dann geht's ab. Ich habe dann vielleicht in meinem Kopf, dass ich einen bestimmten Average spielen will, aber wenn dem nicht so ist, ja, dann ist es halt so, ne? Dann baller ich danach noch ein Spiel und wenn ich dann die 60 geknackt habe, dann bin ich zufrieden und kann mein Training beenden. Ich bin also eigentlich wirklich nur am Spielen, wie es ja im Wettkampf auch der Fall ist, nur dass ich eben keinerlei Druckbedingungen von außen irgendwie habe. Also ja, ein Dartboard okay, aber ganz ehrlich, also mir tut's mehr weh, wenn ein Gegner im realen Leben irgendwas checkt und nicht der Dartboard. Und was mich mittlerweile wirklich enorm ja, stört an diesem 501 zu Hause, ist wirklich, dass es sehr weit weg ist vom Wettkampf. Ne? Also ich hatte gerade gesagt, dann wird das nächste Spiel gemacht, dann wird das nächste Spiel gemacht. Meistens, und so ging es mir auch, ich habe das Training immer mit einem ja, halbwegs guten Gefühl beendet. Ne? Manchmal habe ich Partien verloren, dann habe ich zumindest mal einen High-Finish am Ende gespielt oder habe meine 180 noch im Leck geworfen. Aber dass ich diese, ja wirklich, das muss man so sagen, beschissene Situation hatte, ich verliere ein Spiel und jetzt ist es vorbei, die hatte ich im Training nicht. Ne? Also auch wenn immer gesagt wird, schließ das Training mit einem guten Gefühl ab, so endet es im Wettkampf ja auch nicht, es sei denn, ich gewinne das Turnier. Wie wir das Ganze wettkampftauglicher machen können, darauf kommen wir gleich nochmal bei den Tipps. Hinzu kommt ist, dass man meistens keine wirklichen Ziele definiert. Ja, man kann sagen, ich will jetzt hier 60 spielen oder sonst irgendwas, aber ja, ganz ehrlich, es geht ums Gewinnen, wenn ich dann den Bot geknackt habe, dann ist es so. Also auch dieser Punkt Ziele, naja, ich weiß nicht, sehe ich jetzt hier persönlich nicht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr zu Hause 501 spielt, ob ihr euch da irgendwelche Ziele vornehmt und wirklich auf Dinge im Spiel achtet, die euch weiterbringen. Das würde mich mal wirklich interessieren. Und Regelmäßigkeit, ja, habe ich, wenn ich jeden Tag spiele, aber dass es dann so ist wie im Turnier, also ich check die App, ich werde ausgerufen und muss spielen, auch nicht wirklich gegeben. Also ihr merkt, 501, einfach nur, wenn ich gegen den Bot zocke, als Training zu bezeichnen, schwierig. Ich bin sportverrückt, ziehe mir alles rein, was irgendwie nur geht und viele Sachen habe ich auch schon selber ausprobiert. Und wenn ich jetzt vergleiche, wie mein Einstieg beim Darts verlaufen ist im Vergleich zum Tennis, das habe ich als kleiner Junge mal 2 Jahre gemacht, dann ist das schon ein richtig krasser Unterschied. Beim Tennis habe ich wirklich trainiert. Also an Spiele auf dem großen Feld war in den ersten Wochen ja gar nicht zu denken. Beim Darts hingegen ist es meistens so, egal welches Leistungsniveau jemand hat, egal wie ausgeprägt eine Wurftechnik ist, jetzt wird 501 geballert, ne? Und seid ehrlich, ich habe euch gerade erwischt. So habt ihr auch angefangen. Ist ja auch total cool, macht auch mega viel Spaß. Für die langfristige Entwicklung ist das aber eher kontraproduktiv. Ich merke es jetzt noch, vor 2 Jahren habe ich wieder mit dem Tennissport angefangen und die Basics sitzen auch noch heute. Es war aber immer so, dass ich erst Techniktraining gemacht habe. Ich musste eine gute Vorhand spielen, ich musste eine gute Rückhand spielen, ich musste mich bewegen und davon zehre ich heute noch.
Würde sowas im Dartsport passieren, dann glaube ich, wäre es viel, viel einfacher und wir hätten auch tatsächlich ein deutlich besseres Niveau, wenn die Basics passen würden. Die Basics sind das Fundament, wo das ganze Haus drauf aufgebaut wird. Und wenn man hier in andere Länder schaut, dann ist es zum Beispiel so, dass die Holländer sehr, sehr gut rechnen können. Warum? Weil es dort noch Tafeln gibt. Und manche Leute oder die Kleinen kommen oftmals gar nicht wirklich zum Spielen, bevor sie nicht richtig rechnen können. Und das macht dann langfristig gesehen einen riesen Unterschied. Kurzfristig gesehen ist es natürlich viel, viel spaßiger, einfach 5-0-1 zu spielen, als hart zu trainieren. Aber langfristig macht Gewinnen deutlich mehr Spaß, als immer nur hinterher zu laufen. Und damit du dein Training aufs nächste Level heben kannst, gibt es jetzt hier drei Tipps, die du eigentlich sofort integrieren kannst. Und dann wirst du sehen, wird es besser laufen. Mein erster Tipp ist, sich im Training wirklich bewusst Stress auszusetzen. Ich sehe es immer wieder und ich höre es auch immer wieder, dass Spieler auf Turnieren sagen, ja, zu Hause, da läuft's mega gut und sobald hier auf Spiel starten gedrückt wird am Tablet, da geht gar nichts mehr. Und die Begründung dafür, aus meiner Sicht, liegt sie auf der Hand. Zu Hause bin ich, ja, in einer Wohlfühloase. Ich habe schön vielleicht noch nette Musik auf den Ohren, ich mache die Tür zu, dass mich bloß keiner stört. Aber wenn man dann vor Ort ist, dann ist es deutlich schwerer, sich zu konzentrieren. Der ganze Laden ist voll, es fallen Darts runter, es läuft Musik, die einem nicht gefällt und am Nebenboard wird vielleicht gerade gejubelt, weil es ein High-Finish gab. All das habe ich zu Hause nicht. Ich trainiere also in einer Umgebung, die völlig fremd ist von dem, was ich im Wettkampf wiederfinde. Also baut euch bewusst Ablenkungen ein. Sucht euch bei YouTube zum Beispiel einen Kneipensound raus, Pub-Noise, whatever, findet ihr auf jeden Fall. Und macht das während des Trainings an. Wenn ihr gerade die Wäsche abhängen müsst, dann faltet ihr nach jeder Aufnahme eine Unterhose, legt ein paar Socken zusammen oder meinetwegen auch ein T-Shirt, völlig egal. Weil ganz ehrlich, dieser Rhythmus, den ihr zum Beispiel auch zu Hause habt, den gibt's im Turnier nicht. Der Spieler wird mal langsamer, der Spieler wird mal schneller, der Caller, mal vertippt er sich. Baut bewusst Ablenkungen ein und ihr werdet sehen, es ist deutlich einfacher, dann im Wettkampf zu bestehen. Ich hatte es eben schon mal angesprochen, was im Wettkampf immer der Fall ist, wenn du verlierst, dann hat das eine gewisse Konsequenz. Turnier vorbei und auf lokaler Ebene ist es meist so, dass man dann bei einer Niederlage auch noch mitten im Spiel schreiben belohnt wird. Also Dinge, worauf man eigentlich gar keinen Bock hat. Wenn du das jetzt auch zu Hause einführst, dann kann das nur Vorteile haben. Wenn du dann also das nächste Mal 5-0-1 spielst, dann nimm dir zum Beispiel vor, dass jedes Leg, was du nicht innerhalb von 24 oder 27 Darts checkst, automatisch an den Bot geht. Und wenn du dann 3 Legs verloren hast oder 4 oder 5, ja, dann ist das Training vorbei und zur Strafe darfst du dann noch die Küche aufräumen. Ganz ehrlich, ihr werdet genervt sein, wenn dann dieses Training vorbei ist, weil ihr auch mal mit einem schlechten Gefühl nach Hause geht, beziehungsweise dann den Raum in der Wohnung wechselt und vielleicht irgendwelche Sachen erledigen müsst. Aber genau das ist der Wettkampf. Genau so löse ich Druck aus. Also Konsequenzen und wenn ihr beim nächsten Mal verliert, dann wird sofort die Küche aufgeräumt. Mein dritter Tipp ist, das Training dann auch zu dokumentieren. Schreibt euch vor dem Training auf jeden Fall mal auf, was denn euer Ziel für diese spezielle Einheit ist. Das gibt euch einen super Fokus, woran ihr eigentlich arbeiten wollt. Und selbst wenn ihr da mal sagt, ah, ich mache jetzt heute mal eine spontane Einheit, dann könnt ihr trotzdem am Ende des Trainings reflektieren, habe ich mein Ziel erreicht? Habe ich wirklich daran gearbeitet? Habe ich mich immer fokussiert? Habe ich auch den dritten Dart wirklich fokussiert aus Bord geworfen? Und nur durch dieses Aufschreiben und eure Gedanken einfach mal niederschreiben, in welcher Zone war ich? War ich gestresst? War ich total selbstbewusst? Warum war das so? Ihr werdet viele Sachen über euch selber lernen, wo ihr früher gar nicht dran gedacht habt. Früher wurde die App geschlossen, der Rechner runtergefahren und schon war das Training vorbei. Aber gerade diese Reflexion ist wichtig. Also auf jeden Fall Training dokumentieren. Das sind auf jeden Fall schon drei Punkte, die euch sicher weiterbringen werden. Trotzdem kann man Fehler machen beim Training. Und wenn ihr die nicht machen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall dieses Video hier gucken. Also dann, bis zur nächsten Etappe auf unserem gemeinsamen Weg zum Dartsgipfel.